Yo, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute mal wieder mit den Black Cup Highlights. Und ich wollte mich erstmal bedanken für den Support. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und haut rein. Peace. Ich bin angemeldet. Was machst du bis 8 Uhr? Oh. Boah, ich hab fast das Game aufgemacht. Aber Merk macht ja 1-0. Oh. Sehr stark gemacht. Gegen Magermat ansehen. Nach dem Spiel hier. Alles gut, guter Bruder, Bro. Alles gut. Du kannst nicht mitmachen, du musst hier für den sein. Aber Merk macht da 1-1, 3-3. Das ist die Twitch-Partner, ja. Bin ich. Nächste Runde. Oh, Elferbolzen. Was war das denn? Boo! Was machen die da? Matchball. Was ist das hier? Nerven am Ende. Ich hab eine Stimme da. Nerven am Ende. Was macht er da? Ohne Kreis, das müsste ich mal vorstellen. Boah, was ein Spiel. Nervlich am Ende. Guck mal, wer macht. Merk steppt in die nächste Runde. Ihr Highlights, ich bin kein so Kommentierer, also ich gehe lieber auf Chat ein und nebenbei schaut man zusammen das. Also es ist nicht so leicht, so krass zu kommentieren. Aber Jungs, das ist krass. Vielen, vielen Dank für die ganzen Follows. Das ist ja unglaublich, ja. Spiel zu Qualifier. Ja. Und Maestro Squad geht 1-0 in Führung hier. Das ist 18 Uhr, Saspo. Also Montag, die Cups immer. Ihr müsst euch vorstellen, von Montag bis Freitag. Um 23 Uhr beginnen die, weil ich halt Late-Night-Streamer bin.
Und es machen immer über 200 Leute mit. Also, oh, 2-0. Auf einmal ist mein goldenes Geschenk da wieder. Maestro hat das Ding so gut irgendwie in der Tasche. Sympathischer Typ. Dankeschön, Jungs. Ich kenne Sydney halt durch meinen Vater. Mein Vater hat mit Sydney auch von Familienteil Kontakt. Und so bin ich mit Sydney in Kontakt gekommen. Und wir haben auch sehr oft früher gegeneinander gespielt. Mhm. 1-0 Sujuk United. Wenn Wetten nicht geht, müsst ihr in anderen Streams gehen und wieder zurück. Sujuk United 2-0. Guck mal, ihr müsst es so verstehen. Es gibt ja immer, man hat ja immer unterschiedliche Subs. Zum Beispiel habe ich zum Beispiel jetzt gerade 436, wenn die verschenkten Subs oder generell Subs. 3-0. Was denn hier los? Leider nicht den Platz bekommen, weil die selber nur Teilzeit arbeiten. Andere Hotels haben auch nicht angenommen. Weil es macht ja keinen Sinn, jemanden einzustellen, wenn die kaum Gäste haben durch Corona. Aktuell also sehr am Chillen zu Hause. Und es kommt bestimmt kein Alert gerade, weil zu viele reingefolgt haben. Cool Bro, vielen, vielen Dank. Und meine Mods tragen dann die Ergebnisse quasi ein. Und am Ende des Turniers bekommen die ersten drei das Geld ausgezahlt vom Buy-In. Also macht doch keinen Sinn. Ja. Omut, also das ist sensationell, ich gebe euch eure Punkte hier. Der Host von Mert wird mir einfach nicht angezeigt. Ihr müsst euch mal vorstellen, der hat mich vor... Oha! Jetzt erst! Boah! Guckt euch das mal, ich habe mich vor 20 Minuten bei Jules bedankt für den Zap. Und da macht Luis 1-0. He's good. Aber man darf halt Umut nicht unterschätzen. Umut ist Umut. Umut! Bumm! 1-1. Ich habe einen aggressiven Zeigefinger. Oh, Umut. Das ist halt Classic Umut. Alles klar, Antoine. Oh. Ich kann leider die Donation. Ich kann die Donation sehen, aber erstmal, warte mal, 2. Einfach rote Karte, ja? Sehr, sehr schwer mit roter Karte. Oh, 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 bumm!
Krass, krass. Geiles Spiel. Jungs, es ist zu Ende. Es ist zu Ende. Einmal bitte GGs in den Chat für beide Spieler. GG Umut, GG Maestro. Sehr, sehr stark gespielt. Die rote Karte war halt schon sehr, sehr unlucky am Anfang.